Hallo liebe Abonnenten zur neuesten Ausgabe von 7 Tage 7 News. In den letzten Tagen habe ich doch einiges aufgefasst, wo ich der Meinung bin, das könnte man euch ja mal mitteilen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Vielleicht habt ihr es aber auch schon mitbekommen in den sozialen Medien, wer weiß. Hab hier mein Tablet mit ein paar Informationen, die ich mir zurecht gemacht habe. Und dann wollen wir auch direkt mal an die letzten News anknüpfen. Dort ging es ja um den Sexskandal in Hollywood, von dem jetzt auch aus meiner Sicht leider Kevin Spacey betroffen ist, der von diversen Männern beschuldigt wurde, sie sexuell belästigt zu haben. Netflix hat da jetzt die Konsequenzen draus gezogen und Kevin Spacey direkt sozusagen gefeuert, beurlaubt, suspendiert. Er wird nicht mehr in der 6. Staffel House of Cards mitspielen. Wie die Serie jetzt ohne Kevin Spacey weitergehen soll, ist noch nicht bekannt. Die 6. Staffel sollte ja angeblich sowieso die letzte Staffel sein. Da kann man gespannt sein, ja, was die sich dann da einfallen lassen. Bleiben wir mal bei realen Personen. Letzte Woche ist leider der Manfred Erdmann von uns gegangen. Bekannter Synchronsprecher, haben wir sicher alle schon mal irgendwo gehört. Ich persönlich kenne ihn auch aus der Serie Saber Rider. Dort hat er diesen Ramward, den Kampfroboter, gesprochen. Hört man wahrscheinlich nicht so raus, weil das ja alles so ein bisschen verzerrt war mit Stimmverzerrer. Aber er hat auch Mr. T im A-Team gesprochen. Und daher sollten wir doch ihn zumindest kennen. Also wieder ein guter Synchronsprecher von uns gegangen. Ja, schade um die Leute. Was haben wir denn als nächstes? Ja, Disney arbeitet scheinbar an einem Deal, 20th Century Fox aufzukaufen. Die kaufen ja alles. Wenn dem so wäre, haben sie jetzt mal aus der Sicht der Superheldenfilme natürlich noch eine ganze Menge dann aufgekauft, wie die X-Men zum Beispiel oder Deadpool. Und man könnte rein theoretisch irgendwann alles in ein Universum packen. Meiner Meinung nach ist es, naja, also Disney kauft schon ganz schön viel. Erst die Star Wars-Rechte und den ganzen Kram. Wenn jetzt alles zu Disney geht, dann können die ja alles machen, was sie wollen. Gerade mit dieser Kinoaktion und Star Wars, was man da gehört hat, dass die Kinos den Film so und so oft spielen müssen. Er muss der Hauptfilm im Kino sein. Die müssen den besten Kinoraum zeigen. Und wenn sie das alles nicht machen, kriegen sie eine Strafe oder sowas. Also sowas finde ich schon wirklich daneben. Und da hat Disney auch ziemlich viel Kredit bei mir verspielt. Und muss man mal gucken, was dabei rumkommt, ob die das wirklich schaffen, das ein gutes Angebot rüberzugeben und dann letztendlich Fox zu kaufen. Kommen wir mal weg von den Film- und Serien-News, kommen wir mal zu Neuveröffentlichungen. Kochfilms bringt demnächst, genauer gesagt am 25. Januar soll das Ganze auf den Markt kommen, eine Adriano Celentano Azzurro Edition auf dem Markt, reinste Zungenbrecher. Wir alle kennen wahrscheinlich den Macho-Italiener aus den alten Filmen der 70er und 80er. Die Box wird folgende Filme enthalten, ich lese das jetzt mal ab. Asso, ein himmlischer Spieler, Bingo Bongo, der Brummbär, Bluff, der gezähmte Widerspenstigte, der Supertyp, gibt dem Affen Zucker, Hände wie Samt und Sing Sing. Da sind sogar Filme dabei, die habe ich als kleines Kind im Fernsehen gesehen. Das weiß ich jetzt noch, auch wenn ich damals natürlich überhaupt nichts damit anfangen konnte, wer jetzt da wer ist. Es lief einfach im Fernsehen wie Bud Spencer und Terence Hill. Daher kenne ich den guten Mann natürlich auch. Für Retro-Films wäre diese Auflage wahrscheinlich eine Überlegung wert. Ich selbst werde mir das noch überlegen. Ist auch noch eine Soundtrack-CD dabei von Der gezähmte Widerspenstigte und Bonusmaterial. Für mich eher uninteressant, aber für den einen oder anderen da draußen sicherlich eine Überlegung wert. Mediabooks. Was haben sie alles angekündigt?
hatte ich ja schon in den letzten News, Freitag der 13., Blade, alles Neuauflagen im Mediabook. Jetzt kommt auch noch Van Damme mit harte Ziele im Mediabook, limitiert auf 1000 Stück. Aber natürlich wieder zu dem üblichen Mediabook-Preis von 29,99. Daher bin ich noch am Überlegen, ob ich das updaten werde. Ich habe bis jetzt nur die italienische Amaray auf das D-Book. Hatte ich verzichtet, sage ich mal. Ich wollte eigentlich auf einen günstigeren Preis warten, der nicht zustande kam. Ich bin mir noch am Überlegen, ob ich persönlich mir das Mediabook kaufen werde, weil ich eigentlich fast alle anderen Van Damme-Filme schon im Mediabook habe und da wird das halt gut dazu passen. Thema Mediabook, Thema Nameless, Thema Tanz der Teufel. Ja, nachdem jetzt auf der Weekend of Hell scheinbar auch noch Weekend of Hell exklusive Mediabooks verkauft wurden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber ich denke mal schon, kommt jetzt demnächst dann auch noch mal ein Mediabook auf den Markt und zwar mit Tanz der Teufel, dem Original und dem Remake. Auch davon wurde schon ein Cover gepostet. Und ich persönlich bin wirklich mal gespannt, wie viel da die Kuh noch gemolken wird bei Nameless und dem Thema Tanz der Teufel. Lieber Sinno Manuel und lieber Zimmy, glaube ich, ihr tut mir wirklich leid mit eurer Riesensammlung. Ihr werdet euch die wahrscheinlich alle kaufen, die Mediabooks, damit das alles schön komplett ist. Ich kenne das von anderen Themen. Ah, ich finde es echt heftig. Ja, dann neu ankündigen: Fanboxen, ultimative Boxen, Edition, wie auch immer man es nennen mag. Von John Wick, Kill Bill Volume 1 und 2 und Pulp Fiction kommen die sogenannten Fan-Editionen auf den Markt. Ich nenne es einfach Schwachsinn, Entschuldigung. Die Editionen behalten absolut nichts Neues, außer irgendwelchen Schnickschnack wie Anstecknadeln, Postkarten, Schlüsselanhänger, ein Poster vielleicht noch. Kommt dann in so einer höchstwahrscheinlich auch noch Pappbox. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann hat man die Amaray drin, nicht mal ein Steelbook. Und bei Kill Bill natürlich immer noch nicht die bunte Version. Warum auch? Also wieder eine richtige Neuauflage, um nochmal Geld zu scheffeln. Ich halte von diesen Editionen nichts. Ich finde, die Firmen sollten endlich mal andere Filme auf den Markt bringen, die es noch nicht gibt. Oder im Fall von Kill Bill die bunte Version. Warum er jetzt für sowas nochmal 35 € verlangen muss, geht nicht in meinen Kopf rein. Und zu guter Letzt habe ich doch letztendlich die Lösung gefunden. Und zwar hatte ich das Problem, und vielleicht auch einige andere auch, ich hatte mir Lucky Luke mit Terence Hill als Blu-ray-Edition vorbestellt, also die Serie. Und ab dem Release-Termin ist einfach nichts passiert. Amazon hat das Ganze irgendwann storniert sozusagen die Bestellung, weil kein Termin in Aussicht war. Da habe ich jetzt mal bei Saturn auf der Seite geschaut und ja, habe die Lösung gefunden. Erscheint am 31.12.2049. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Da werde ich wahrscheinlich auch schon alt und grau sein. Aber wenigstens weiß ich jetzt, Lucky Luke kommt und ich kenne das genaue Release-Datum. Das war's dann für heute schon mit den 7 Tage 7 News. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und ich habe euch vielleicht ein paar Informationen zukommen lassen, die ihr noch nicht aufgefangen habt im Internet. Ansonsten schauen wir mal, wann es die nächste Ausgabe gibt. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, einen schönen Tag. Ciao.